Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig, ich bin der Gründer und Inhaber von Soulrunner Barfußschuhen und es wurde mal Zeit, es wurde wirklich mal Zeit, ein Video zu machen über den erfolgreichsten Schuh von Soulrunner. Ja, was ist der erfolgreichste Schuh von Soulrunner? Der erfolgreichste Schuh von Soulrunner ist unser FX Trainer. Mit dem FX Trainer haben wir angefangen 2011. Das war unser allererster Schuh und zusammen mit dem T1 Surrounder. Mittlerweile haben wir ihn in der fünften Version im Programm und jetzt möchte ich mal ein wenig auf den Schuh eingehen. Wir legen in jeden sportlichen Schuh eine Einlage rein. Ich habe auch ein Video schon gemacht über die Einlage und warum es hier in dieser, Einlegesohle, sagen wir mal nicht Einlage, warum wir hier in dieser Einlegesohle ein kleines Polster haben. Schaut euch dieses Video an. Es ist kein Absatz, es ist keine entsprechend große Dämpfung. Es drückt sich sehr, sehr schnell zusammen. Ich möchte hier nicht nochmal drauf eingehen, aber schaut euch das Video gerne zu der Einlegsohle an. Der wesentliche Unterschied zu den Vorgängerversionen, also FX Trainer 4, FX Trainer 3, FX Trainer 2 und so weiter, ist, dass wir die Schutzkante hier nicht mehr haben. Warum haben wir die Schutzkante nicht mehr? Das liegt einfach daran, dass der Hersteller, ein deutscher Hersteller aus der Nähe von Hannover, dieses Material nicht mehr herstellt. Dieser Hersteller hat Material hergestellt oder stellt auch noch Material her für die Automobilindustrie, aber die Automobilindustrie kauft ihre Materialien, besonders dieses Material, mehrheitlich jetzt in Asien ein, in China ein. Und wir haben einen Versuch auch mit dem chinesischen Material gemacht. Das hat aber nicht unseren Ansprüchen genügt, obwohl es 100% die gleiche Optik war wie das, was wir hier vorher eingesetzt haben. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir im Grunde einen optisch neuen Schuh. Wir kaufen neue Werkzeuge, wir investieren in neue Werkzeuge und machen das Ganze jetzt ohne diese Schutzkante. Trotzdem hat dieser Schuh super eingeschlagen. Wir haben ihn schon eine ganze Zeit lang bei uns im Programm. Es ist nach wie vor einer der besten Schuhe. Wir ändern immer mal wieder so Kleinigkeiten bei uns, was wir hier geändert haben. Und das sieht man noch nicht bei allen Schuhen, aber wir werden jetzt sukzessive alle Schuhe ausrüsten. Und zwar werden wir auf Papier verzichten. Dazu haben wir hier diesen Pappleisten eingefügt und dieser Stab ist eigentlich nur dazu da, damit der Schuh dann nachher hier nicht zusammenfällt, sondern vernünftig hält. Das hier ist ein ganz, ganz hochwertiger Pappleisten. Bitte nutzt diesen Pappleisten, um eure Schuhe einfach entsprechend damit auszustopfen, sodass ihr immer schön die Form behalten. Ja, was gibt es zu dem Schuh ansonsten noch zu sagen? Wir haben hier vorne einen, das gilt natürlich für alle Modelle, einen Schnürsenkel, das ist aber ein Gummischnürsenkel, der hier oben festgenäht ist. Und das bedeutet, wenn ich jetzt einen hohen Spann habe, dann kann ich, zeige das vielleicht mal hier so von der Seite, besser sollte man es ja immer von außen zeigen, die schöne Seite eines Schuhs ist immer die Außenseite. Also wenn ich jetzt einen hohen Spann habe, dann gibt dieser Schnürsenkel, dieser Gummischnürsenkel nach, sodass ich also auch mit einem hohen Spann wunderbar in diesen Schuh reinpasse. Dazu gibt es noch einen Klettverschluss, wenn mein Spann also vielleicht nicht so hoch ist, sodass ich etwas einen flachen Fuß habe, kann ich das mit dem Schnür, mit dem Gummizug hier wunderbar, ja, Gummizug, kann ich das also wunderbar justieren. Der Schuh hat eine Nullsprengung, logisch, wie alle Barfußschuhe. Er ist weich, er ist flexibel, also auch hier gilt im Grunde, ich kann den Schuh falten, ich kann den Schuh knoten. Also es gibt im Grunde an der Flexibilität hier von diesem Schuh überhaupt nichts auszusetzen. Wir haben ja eine Serie, die ist extra weit geschnitten und genau das ist hier der Fall. Dieser Schuh ist extra weit geschnitten. Die Sohle ist komplett plan. Dadurch hat sie natürlich einen unheimlich guten Kontakt zum Boden. Das heißt, wir sprechen hier von einer Sohlenstärke ungefähr von 2,5 mm. Das ist natürlich top. Der eine oder andere wird bei uns auf der Webseite das Bild entdeckt haben. Mit diesem Schuh hinterlasse ich, wenn ich durch eine Pfütze trete, zum Beispiel meinen eigenen Fußabdruck. Kommen wir zum Wasserabweisungstest. Wie immer träufle ich hier Wasser auf das Obermaterial und ich glaube, man sieht wunderbar, wie das abperlt, wie es nicht saugt, wie die Wassertropfen hier auf dem Schuh stehen bleiben, wenn sie nicht runterfallen, wie sie stehen bleiben. Und dieser Schuh ist wie alle Schuhe von Soulrunner wasserabweisend ausgerüstet. Das heißt, sie sind nicht wasserdicht,
aber sie sind wasserabweisend. Für denjenigen, der einen wasserdichten Schuh haben möchte, empfehlen wir Sealskin-Socken. Die kann man bei uns auch im Shop erwerben. Und auch darüber gibt es ein Video. Einfach mal nach Sealskin suchen bei uns auf dem Kanal Barfußlaufen TV. Das soll es von mir gewesen sein mit dem Hinweis, seht ihr dieses Video auf unserem YouTube-Kanal, gebt ihm bitte ein Like, bitte abonniert den Kanal. Seht ihr dieses Video auf unserer oder irgendeiner anderen Webseite, dann bitte geht vielleicht auf den Kanal von Barfußlaufen TV, einfach in die Browserzeile barfußlaufen.tv eingeben, dann werdet ihr automatisch auf den YouTube-Kanal gelinkt und wir freuen uns über ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.